Die Tiefsee hat uns schon immer fasziniert und unsere Fantasie angeregt. Dort unten waren aber nur die wenigsten. Kein Wunder, denn es herrscht ein enormer Druck, eisige Kälte und vollständige Dunkelheit. Tatsächlich kennen wir die Mondoberfläche besser als den Grund unserer Meere. Und das bedeutet, wir wissen eigentlich sehr wenig über unsere Erde, denn sie besteht zu 2/3 aus Wasser. Was genau dort unten passiert, das wissen wir gar nicht so genau. Eine, die sich in diese wenig erforschte Welt begibt, ist Antje Boetius. Sie ist Tiefseeforscherin, Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts und Professorin am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Sie erzählt uns heute, wie sie zu ihrem Forschungsthema kam und zeigt uns ihren ganz persönlichen Aha-Moment. Ich freue mich schon auf Sie. Ab geht's ins Biotopia-Lab. Hallo Antje, herzlich willkommen im Biotopia-Lab. Hallo Annika, super hier zu sein. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, denn ich habe tatsächlich noch nie jemanden kennengelernt, der schon mal in einem U-Boot war. Wird aber höchste Zeit dann. Ich finde auch. Und deswegen wäre es auch ganz toll, wenn wir erstmal ein bisschen über deine Arbeit sprechen, bevor wir zu deinem Aha-Moment kommen. Du hast uns ja auch was mitgebracht, ein paar Bilder. Genau, das war einer meiner letzten Tauchgänge von den Azoren aus mit der Lula 1000. Und jetzt tauchen wir ab und das ist echt immer so ein toller Moment. Man sieht raus und sieht dann schon diese blaue Welt. Meist kommen schon die ersten Fischchen, gucken rein. Dann gibt es so ein paar Tests, man muss alles einrichten und man freut sich dann so sehr drauf, wenn es in die Tiefe geht. Wie tief seid ihr da getaucht? Wir sind auf 1000 Meter runter und dieses U-Boot ist so fantastisch, weil man sitzt vorne drin und guckt eben aus dieser Plexiglashülle raus. Wie hat sich das erste Mal angefühlt, als du da abgetaucht bist? Hattest du da keine Angst? Nee, ich war auch so aufgeregt, weil als Kind schon wollte ich ja Tiefseeforscherin werden. Und dann das erste Mal auf dem Schiff sein und dann das erste Mal abtauchen dürfen, dann habe ich es gemerkt, das ist wirklich genau das, was ich sein will. Gibt es denn auch mal brenzlige Momente, wo man denkt, könnte jetzt gefährlich werden? Naja, also es ist schon so, dass es Gefahren für U-Boote gibt, weil mittlerweile ist so viel Müll, Fischernetze überall in den Meeren und es ist schon mal passiert, auch der Lula, dass man sich dann verhakt oder wenn man ganz neugierig ist und an heißen Quellen forscht, kann man mit einem U-Boot auch zu nah an das heiße Wasser kommen, um dann ein bisschen sich was abzuschmelzen. Aber ehrlich gesagt ist es echt viel gefährlicher, über die Straße zu gehen, als im Tiefsee-U-Boot abzutauchen. Man spricht ja auch immer von diesen Tiefseemonstern, von diesen Ungeheuern, die da unterwegs sein sollen. Gibt es die wirklich? Hast du schon mal welche gesehen? Also es gibt schon sehr, sehr große Tiere. Und gerade auch bei den Kraken, da begegnet einem manches. Aber auch bei anderen Sorten von Tieren, die können zum Teil sehr groß werden und die sehen halt völlig fremdartig aus. Was wir hier sehen, eine Chimäre, das sind so die Urfische, die übrig geblieben sind von der Zeit, als es noch keine Knochenfische gab. Die stehen so am Anfang von Hai und Rochen und wenn man die anguckt, die sehen ja fast aus wie so zusammengenäht, so Frankenstein-mäßig und haben ein ganz komisches Auge. Woran liegt es denn, dass die so seltsam aussehen da in der Tiefe? Naja, oft haben Fische zum Beispiel riesige Augen, um noch mit dem Restlicht was anzufangen. Viele haben ganz eigenartige Formen und viele sind uns auch in der Art und Weise, wo sie wohnen, wo sie ihre Eier legen, unbekannt. Wie zum Beispiel dieser kleine Gespensterkraken. Man weiß gar nicht so genau, was der da macht. Der breitet so sein Kleid aus und wir haben herausgefunden bei dieser Untersuchung, dass der brütet. Also der legt Eier auf einem Schwamm, der wiederum nur auf Manganknollen wächst. Manganknollen, das sind so Metallausscheidungen von Bakterien am Tiefseeboden in manchen Ozeanen, auf die wir Menschen leider Hunger haben, weil wir denken, irgendwann reichen die Metalle an Land nicht mehr und wir müssen mal die Tiefsee ernten. Aber wir haben herausgefunden, dass der Krake da halt brütet. Und jetzt stell dir vor, die Mama-Krake, die sitzt 8 Jahre beim Eierbrüten und frisst in der Zeit nicht. Und wenn die kleinen Kraken dann ausschlüpfen, dann ist die Mama-Krake tot. Und sie braucht eben diesen Lebensraum, um sich fortzupflanzen. Deswegen müssen wir derzeit sagen, Tiefseebergbau, Manganknollen ernten, ist eine ganz große Schwierigkeit, wenn man denkt, wir wollen auch auf keinen Fall mehr Arten verlieren aus den Meeren und auch nicht an Land. Es gibt aber nicht nur so verrückte, gruselige Tiere, es gibt auch richtig schöne Tiere. Du hast uns hier was mitgebracht. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie so eine Schnecke. Hier ist so ein kleines Löchlein, allerdings ist der Rest von der Schale verschlossen.
Was ist das? Das ist das sogenannte Perlboot. Ich liebe die total. Das sind Arten auch von Kopffüßlern. Man muss wissen, die sind verwandt mit Schnecken und Muscheln letztendlich. Ne? Und Schnecken und Muscheln haben Schalen, das kennen wir. Und zuerst denkt man, das muss doch eine Schnecke sein. Aber nein, es ist praktisch der Ursprung vom Tintenfisch. 60 Millionen Jahre alt, denkt man. Und da waren mal die Meere voll von einer Vielfalt von allen möglichen Kopffüßlern. Heute haben wir das Perlboot noch als eine von wenigen dieser Urarten übrig behalten. Und die schwimmen immer noch durch die Meere. Und ich liebe sie, vor allen Dingen Nautilus. Das erinnert einen halt immer an Kapitän Nemo, 20.000 Meilen unter dem Meer und an diese Geheimnisse, die man als Kind schon lesen kann über die Meere. Also ich kann nur sagen, wer was über die Meere verstehen will, muss Jules Verne lesen. Damit fing bei mir jedenfalls alles an. Ja, du hast es mitgebracht. Also das Buch war der Grund dafür, warum du überhaupt Meeresforscherin werden wolltest. Ja, total. Ich habe als Kind davon geträumt, dass ich mal aufbrechen kann, die Meere entdecken. Und natürlich so einem Kapitän Nemo zu begegnen, wie er hier beschrieben wird, also einem Eigner von einem U-Boot, in dem man richtig leben kann, wo man nie auftauchen muss. Der hat einen Flügel und spielt Musik und außerdem grübelt er immer über die Zukunft und die Menschheit nach. Und als Kind war ich fasziniert, dass es sowas geben könnte, unter dem Meer leben, im Wasser leben. Und ich war auch berührt davon, dass es eben Menschen gibt wie der, sehr negativ eingestellt, aber dennoch immer diese großen Fragen, was macht die Menschheit mit sich selbst, was machen wir mit unserer Zukunft? Das hat mir als Kind total eingeleuchtet und so ist mein Berufswunsch entstanden. Aha. Gab es denn in deiner Forschung so einen Moment, der für dich entscheidend war, der so dein Aha-Moment war? Ja, das kam, als ich mich mit Gashydraten beschäftigt habe. Das gefrorene Eis überall in der Tiefsee am Kontinentalrand gibt es große Lager vom Erdgas Methan, was, wenn es in die Atmosphäre kommt, ein aggressives Treibhausgas ist. Und man wusste jahrzehntelang, es muss ein Lebewesen geben, was dieses Methan im Schlamm, im Meeresboden auffressen kann, weil es kommt gar nicht oben an. Und dann ist es mir gelungen, bei einer Expedition diese Proben zu nehmen und mit einem neuen mikroskopischen Nachweis dann festzustellen, in diesen Gashydraten und im Schlamm ist alles voll mit Bakterien und Archaeen, sogenannte Urbakterien, die kooperieren und zusammen können die das Methan fressen und zusammen organisieren die eigentlich damit unseren Planeten und die Zusammensetzung der Atmosphäre. Total verrückt, aber das habe ich entdeckt und das war eigentlich mein großer Aha-Moment. Also zusammengefasst, dein Aha-Moment war, dass du entdeckt hast, dass es Lebewesen gibt, die das Leben so wie es ist auf der Erde überhaupt möglich machen. Genau, und das steckt halt überall drin, im Erdboden, auch in uns selbst. Überall gibt es freundliche Helferlein, Einzeller, die Netzwerke des Lebens zusammenhalten. Und wir Menschen sollten einfach ein bisschen mehr Respekt davor haben, dass wir das kleine Leben, manchmal das Unsichtbare, eben das Große ist. Und das war für mich auf jeden Fall der Aha-Moment, das zu erleben. Vielen Dank, Antje, dass du deinen Aha-Moment mit uns geteilt hast. Ich bin auch gespannt auf unseren nächsten Gast, denn der hat eine ganz andere Geschichte, aber mit Sicherheit auch einen sehr spannenden Aha-Moment. Bis dahin, Servus.